Hallo und herzlich willkommen aus der TZ.de-Redaktion. Das Champions League Viertelfinale ist vorbei. Wir sind in der Runde der letzten vier Mannschaften und diese vier Teams sind noch mit dabei. Real Madrid, Atletico Madrid, der FC Bayern und Manchester City. Man könnte sagen, die Champions League ist eine M-League dieses Jahr geworden, denn nur noch Mannschaften aus M-Städten sind mit dabei. Und diesmal habe ich eine Losfee dabei, wieder mal für unsere Probeauslosung, denn auch diesmal wollen wir der UEFA die Partien vorschlagen. Das ist diesmal Christine, freut mich sehr, dass du hier dabei bist. Und wir sind gespannt, welche Partien wir prognostizieren. Legen wir los. Wir fangen gleich mal mit unseren Lokalmatadoren an. Der FC Bayern München darf auch im Halbfinale zuerst zu Hause spielen. Nicht immer das beliebteste Los für die Vereine, aber gegen Benfica hat es ja funktioniert. Und jetzt schauen wir mal, welcher dicke Brocken nach München reisen wird. Und der dicke Brocken ist durchaus unangenehm. Es ist Atletico Madrid. Und die haben ja den FC Barcelona, den Titelverteidiger, aus dem Wettbewerb geworfen. Sehr, sehr unangenehm zu spielen. Aber es wird definitiv ein spannendes Duell werden, das zuerst in München steigen wird. Das heißt, das zweite Halbfinale steht fest, aber wer darf zuerst zu Hause antreten? Das ist jetzt die große Frage. Und das Heimrecht geht an Manchester City, die erstmals in der Runde der letzten vier Mannschaften stehen. Das Hinspiel steigt also im Etihad Stadium. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, liebe Christine, ist nur noch ein Verein übrig. Und der heißt Real Madrid. Die haben sich ja nach der 0:2 Hinspielpleite im Viertelfinale gegen Wolfsburg mit einem 3:0 noch ins Halbfinale geschossen. Und wenn wir uns jetzt die Duelle so ansehen, dann sind die durchaus attraktiv. So lautet sie also, unsere Prognose für das diesjährige Halbfinale der Königsklasse. Der FC Bayern München empfängt Atletico Madrid und Manchester City trifft auf die Königlichen von Real Madrid. Das sind sie also, die Partien im Halbfinale der UEFA Champions League 2016. Spieltermine sind der 26. und 27. April für die Hinspiele und der 3. und 4. Mai für die Rückspiele. Das Finale steigt am 28. Mai in Mailand und das ist ja noch ein gutes Pflaster. Da haben die Bayern gute Erinnerungen dran. 2001 holten sie da schon einmal den Champions League Titel und das hoffen wir natürlich auch in diesem Jahr. In diesem Sinne freuen wir uns auf ein packendes Halbfinale Bayern gegen Atletico Madrid, laut unserer Prognose. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch.